so gut halt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen bei Paper Girls, einer Comic Review zu Paper Girls Band 6, der Abschlussband, ein Rezensionsexemplar aus dem Crossgold Verlag. Vielen Dank dafür. Das Ganze wieder von Brian K. Vaughan und Cliff Cheung. Ein Hardcover-Buch, 22€, 128 Seiten in Farbe. Möchtest du hineinschreiben? Die erste Seite ist meine Seite des Bandes einfach. Die Apfeltasche. Von der kompletten Reihe aber. Der Baum dann. Es ist so eine schöne, absurde Seite. Es ist abstrus. Vor allem auch dieser Fliegenpilz hier vorne. Das ist einfach wunderbar. Also die Seite spricht sehr viel, aber irgendwie sagt sie auch gar nichts. Tiffany, Mac und Co. haben in der fernen Zukunft neue Freunde und alte Verbündete getroffen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Doch gerade als sich die Zusammenhänge ihrer ungeplanten Zeitreise zu offenbaren schienen, werden sie von einem alten Feind überrascht und voneinander getrennt. In die verschiedensten Zeitalter zerstreut, beginnt ein letztes großes Abenteuer für die Paper Girls. Werden sie endlich den Weg nach Hause finden, Michael? Werden sie das? Ja, irgendwie schon. Ist immer gut, wir fangen gleichzeitig mit M an. Es ist dann immer so das Zeichen für M. Genau. Michael. Ja. Wir hatten es schon im Off gerade. Also das war für mich persönlich, ist dieser Abschlussband der schwierigste zu lesende Band ever gewesen, weil da ganz viel für mich durcheinander war. Richtig. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich war das Beste an dem Band das letzte Viertel. Bis zu dem Abschlussband, wir dürfen spoilern. Ja. Da sind sie nämlich wieder in ihrer Zeit und alles ist so, wie es am Anfang war und alles ist schön stringent, kohärent erzählt. Ja, und allerdings. Vorher treffen alle verschiedenen Zeitalter, Orte, Dimensionen aufeinander und du hast einfach alles überall auf einem Punkt. Also der Autor wollte, für mich persönlich wollte der Autor im letzten Band einfach zu viel. Also ein paar weniger Zeitebenen und gleichzeitig existierende Charaktere. Ah, die Seite hier trifft es wunderbar. Ja, hätten für mich gereicht halt. Also tatsächlich, wir haben die vier Mädels sind in vier Zeitebenen gerissen und haben in allen Zeitebenen mit sich selber beziehungsweise mit den anderen Freundinnen nochmal zu tun und es wird alles gleichzeitig erzählt. Es macht mir erst, das hat mich irre gemacht. Was machst du denn jetzt? Achso. Das sind auch ein paar Seiten. Ja, ja, deswegen, das hat sehr anstrengend, also es wurde sehr anstrengend einfach. Ne? Und davor und danach ist es wird es trotzdem schon auch gleichzeitig erzählt. Es ist dann halt nur eine Seite so, die andere so, zwei Seiten so. Also es wurde irgendwie echt anstrengend. Ja. Dann kommt das fulminante Finale. Vor allem auch nochmal die vierdimensionalen Wesen, die dann auch noch mit rein mussten. Gell? Ja, keine Ahnung. Das haben wir überhaupt nicht verstanden. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Also da waren, wie gesagt, da waren so zwei, drei Seiten waren drin, die habe ich nicht verstanden. Das hat für mich gar nicht reingepasst. Warum war sie denn jetzt auf einmal Terminator und hat die da alle nochmal ausgelöscht? Keine Ahnung. Okay. Whatever. Auf jeden Fall, das Ende war für mich dann okay. Ja, das Ende war eigentlich ganz cool, weil irgendwie alles so wieder auf Null ist und ja. Also der Autor hat es in der Hinsicht schon intelligent gemacht. Er hat dann am Ende alles auf Null gedreht und alles, was passiert ist in den vorigen fünf Bänden, ist einfach nicht passiert. Ja, aber es passt, weil es ja quasi Sinn und Zweck des Ganzen war, weil die wollten ja wieder in ihre Zeit zurück. Und ich meine, dass sich immer noch so ein bisschen Spuren durchziehen, sieht man ja noch. Richtig. Ja, genau, weil da ist sie auch nochmal und rettet sie. Aber trotzdem, also alles in allem hatte ich bei den letzten Seiten, und das ist eine schöne Seite. Das wäre eigentlich eine schöne Schlussseite gewesen. Hatte ich so einen Goonie-Vibe. So, die Goonies waren auch Kinder, Jugendliche, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat. Die haben ein Abenteuer erlebt, ein tolles, und am Ende gibt es halt auch so dieses versöhnliche Happy End halt einfach. Ne? Mhm. Obwohl das Happy End hier ein bisschen getrübt ist, weil wir von manchen Charakteren einfach wissen, was mit ihm passieren wird. Ich meine, Mac, glaube ich, ist es, die stirbt ja an Krebs oder sowas. Leukämie irgendwie, nee, nicht Leukämie, die stirbt an Krebs, ne? Und das ja, es, kann man ja es nicht ist Krebs, aber in der Geschichte ändert sich es ja irgendwann zu der Zeitreisekrankheit. Genau, die Zeitreisekrankheit. Aber in Wirklichkeit, nachdem ja alles zurückgespult wurde, ist es ja dann Krebs und da wird sie dran sterben und das weiß man halt, deswegen ist es ein bisschen ein traurigeres Happy End, sage ich mal. Aber alles im allen war der Ausflug ins Paper Girls Universum wahrscheinlich, wäre es besser gewesen, wenn wir es schneller hintereinander gelesen hätten? Ist wieder so die Frage. Also wir hatten teilweise ein bisschen Zeit dazwischen, was es schwierig macht, wieder reinzukommen, finde ich. Ja, wobei, weil die Geschichte komplex ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, aber die Bände an sich sind ja
relativ, nicht abgeschlossen, aber doch relativ beständig in sich. Also das ist ja nicht so, dass sich jetzt da viel von A nach B oder von Ja, 2 auf 3 naja. weiterzieht, sondern es bleibt halt diese Hintergrundgeschichte, die ist, aber die einzelnen Episoden sind dann doch sehr abgeschlossen oder sie sind als ein Stück zu erzählen und zu lesen, finde ich. Okay. Ja, ich hatte schon immer das Gefühl, manchmal haben sie sich auf, also in Dialogen haben sie sich manchmal schon auf Sachen bezogen oder sowas, die im Band davor passiert sind oder im Band davor. Ja, aber das waren Und jetzt in das. meinen Augen keine Sachen, die du jetzt einfach so, die so nebenbei erwähnt worden sind, sondern es waren schon immer so wichtige Punkte, die du auch im Ja, aber ich Kopf konnte sie behalten nicht musst. mehr wirklich echt. Da hatte ich eben das Problem, dass ich manche Sachen Okay. eben nicht im Kopf hatte und das zu rekonstruieren war dann für mich immer anstrengend. Trotzdem, nichtsdestotrotz eine tolle Zeitreisegeschichte für mich, die halt sehr komplex ist. Ich glaube, das gefällt auch nicht jedem, weil es. Man ist vielleicht schnell überfordert. Man verliert die Lust dran, weil es halt komplex ist und ziemlich viel auf einmal ist. Auch im ersten Band gleich, wo so viel passiert. Beziehungsweise im zweiten wird es ja dann richtig schwurbelig. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, der schwierigste oder War schlimmste für mich ist jetzt. der letzte. Ja. Also da wäre es besser gewesen, wenn sie entweder schon ein paar Zeitebenen im Band vorher mit abgehandelt hätten oder Ging ja aber eben nicht eben. Das ist ja eben so die Geschichte. ein Band Ja. mehr und dafür dann halt die 4 Zeitebenen auf 2 und sich Ja. mehr Zeit lassen und das Ganze ein bisschen entspannter erzählen und nicht alles so Ja. 4 Storylines auf 20 Seiten gleichzeitig abarbeiten. Das Ja, stimmt ist ein schon. bisschen schwierig. Ja. Ja, hinterlässt gemischte Gefühle tatsächlich. Wem würdest du es empfehlen? Also den. Die Leute, die können es lesen. Ja, so im Endeffekt trifft es schon genauso die Fans von Goonies, von Stephen King S, die halt solche Es Filme hat halt diesen 80er-Jahre-Vibe irgendwie, gell? richtig, diesen 80er-Jahre-Adventure-Mystery-Vibe, ohne es jetzt gesehen zu haben, aber Stranger Things müsste es auch irgendwie so in die Richtung gehen, kann das sein? Ja. Ja. Du hast Stranger Things nicht gesehen? Nö. Also sowas. Solche Sachen. Oder ja, halt so ein bisschen Roadmovie, Coming of Age, Mystery Ding irgendwie, alles so ein bisschen gemischt. Alles so diese Filme, die so diese Ja, schon. Ende 80er, frühen 90er. Ja, also wer darauf Bock hat, tatsächlich, hat es wahrscheinlich eh schon gelesen, weil das hier der Spoiler-Talk ist. Das ist immer geil, Ja. ne? Er hat es eh schon gelesen, wahrscheinlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch genauso ging, ob ihr auch diesen Vibe hattet, ob ihr das mögt, ob ihr irgendwie kritikmäßig da anders verfahrt wie wir. Würde mich mal interessieren, weil ich finde die Serie selber schon anspruchsvoll und schwierig. Also nicht leicht eingängig zum Lesen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's von uns. Genau. Sehen wir uns beim nächsten Irgendwas Spektakel. abgespaceden Ja, abgespaceden. Zeitreise-Ding. Saga Band 10 wahrscheinlich, wenn der irgendwann mal Tschüss. rauskommt. Okay, ich packe mir die Haare, bis demnächst. Ciao, ciao. Ade mit E.